Hey Freunde, heute im Test haben wir mal die Cafferata Mad Dog Knallraketen. Wir haben hier 6 Knallraketen, kosten tun sie so um die 5 bis 6 Euro, je nachdem. Gibt's auch schon günstiger, sagen wir es mal so. Aber ja, genau, das Handy darf nicht fehlen. Wir haben eine Gesamt-NEM von 61,2 Gramm, sprich jede Rakete hat gut. Ist eigentlich relativ okay für eine Knallrakete. Aber wir werden mal sehen, was die so macht. Ne? Ja, na dann, bis gleich draußen zur Zündung. So, wir haben dann hier, wie versprochen, die Mad Dog von Cafferata. Sind normale Knallraketen in F2. Schauen wir uns mal an, wie die so sind. Bisschen windig heute, aber kriegen wir schon. Und los. Da kommt der rote schon wieder. Guck, dass er aufgeräumt hat. Sieht ja sauber aus. Ich würde mal sagen, da ist der Knallsatz rausgepufft, aber die hat nochmal richtig den Schub gekriegt. Also sah gut aus. Ja. Aber hat einen schönen Bogen gezogen. Ja, einen Bogen gezogen. Hm. Zweiter Versuch. Ja, sehr windig heute. Mal gucken, wie die Aufnahmen so werden. Boah, wo ist er? Hey, es hat mal Puff gemacht. Ja, normaler Schwarzpulverknallheld. War die erste coole. Ja, die erste war cooler, ja. Aber für das, was sie machen soll, nicht so. Nee. Ich dachte, die pfeift gleich los oder so. Wo sind die schon wieder? Ach, ich dachte gerade, die hat auch schon wieder so, weil sie viel macht hat. Ja, vom Knall her nichts Besonderes. Preislich immer, kommt drauf an, 4 bis 6 Euro. Ich würde sie mir jetzt nicht nochmal holen. Da kann man sich normale Raketen holen, die sind so, ja, denke ich mal, um einiges lauter. Um einiges, aber sehr enttäuschend. Ja, die war besser. Ich hoffe, man kriegt das hier überhaupt mal drauf hier auf der Kamera. Das ist immer so ein Problem. Problem. Ich finde das immer lustig, wenn Leute ganz weit weg sind und die trotzdem labern muss. So, und die letzte. Kommt aber Windduell. So, die letzte, da kommt schon mal ein Auto. Also die Raketen sind nicht so mein Fall und da würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Video.